Ja, die Feuerwehr Kirchheim betreut ja über 50 Kilometer Autobahn und wenn dort Einsätze sind, sind die Einsätze in der Regel gebührenpflichtig. Die Gemeinde Kirchheim stellt dann eine Rechnung nach einer recht umfangreichen Einsatzdokumentation und wir müssen immer wieder feststellen, dass die Nachfahren zunehmen, aber jetzt haben die ein Maß und eine Form angenommen, dass wir nicht mehr aufgrund der Akten nachantworten können, sondern die Ehrenamtlichen auch noch mit Stellungnahmen beschäftigen müssen, dass sie sich quasi für ihre Handlung rechtfertigen. Man muss einfach unterscheiden, bei Feuerwehren, die Einsatzabschnitte auf der Autobahn betreuen, gibt es zum Teil Berufsfeuerwehren, wo auch tags jemand im Büro sitzt, diese Anfragen beantworten kann. Bei uns ist das anders. Unsere Feuerwehr ist rein ehrenamtlich, also das heißt, der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau, die nachts um 4 zum Einsatz war bis um 6 Uhr, geht am anderen Morgen an die Arbeit oder hat vielleicht nochmal, wenn man das mit dem Arbeitgeber vereinbaren kann und die Gemeinde übernimmt da auch die Kosten für, nochmal 2 Stunden Zeit, um nochmal eine Mütze voll Schlaf zu nehmen. Aber man steht dann voll im Berufsleben und hat sich die Nacht auf der Autobahn sozusagen um die Ohren zugeschlagen, um anderen Menschen zu helfen. Ja, also das ist natürlich auch mein Eindruck, dass das Ehrenamt mit Füßen getreten wird. Man muss sich überlegen, welche Ausbildung, welche Freizeit dranhängt, um Einsatzleiter bei der Feuerwehr zu werden. Auch ehrenamtlicher Einsatzleiter, das sind viele, viele Stunden. Und natürlich auch viele, viele Stunden, die man hier mit der Dokumentation des Einsatzes zu tun hat, schon allein aus Eigensicherung, dass auch alle Unfallverhütungsvorschriften etc. beachtet werden. Und wenn man jetzt noch einen Katalog für die Versicherung schreiben muss, dann kann ich verstehen, wenn Ehrenamtliche sagen, ich stelle meinen Helm auf Spind, wir machen nichts mehr. Und dann möchte ich wissen, welche Feuerwehren dann auf der Autobahn den Menschen zukünftig helfen sollen. Wir sind froh über jeden Ehrenamtlichen, können auch niemanden zurückschicken. Und oftmals ist es ja die Einsatzlage, die Meldung kommt von der Leitstelle, niemand weiß, was einem erwartet. Allein die Ungewissheit schon für die Menschen, die zu dem Einsatz fahren, die nicht wissen, gibt es schwer verletzte Personen, gibt es vielleicht tödlich verletzte Personen oder ist es nur ein normaler Lkw-Brand oder irgendwo läuft Kraftstoff aus. Ja, also es gibt eigentlich 2 Lösungswege. Wir haben ja hier zum Beispiel Anfragen von einem Havariekommissar. Es gibt ja auch Situationen, dass die Staatsanwaltschaft bei tödlichen Unfällen Sachverständige zu den Unfällen hinzuruft. Dann muss man regeln, dass zukünftig durch die Leitstelle auf Kosten der Versicherung zu jedem Unfall ein Sachverständiger hinzugezogen wird, der den Einsatz dokumentiert. Wenn dies nicht möglich ist, muss man einfach sehen, dass hier Ehrenamtliche auf der Autobahn sind und dann muss man diese Ehrenamtlichen entlassen, zumindest bei dem Bereich, wo es in das Hauptberufliche reingeht, bei der Einsatzdokumentation, bei der Beantwortung von solchen Nachfragen, um eine ordentliche Abrechnung möglich zu machen. Und dann muss auch das Land, was zuständig ist für die Bundesautobahn, die entsprechenden Kosten übernehmen. Ja, das sind jetzt die ganzen Unterlagen von den beiden Einsätzen, die wir jetzt zu sagen, dass wir abbleiben. Ja, ich sehe es. Ich dir das zurückhaben. Ich sehe, du hast sie alle dabei hier, ja, alle aufgelistet, ja, hier. Mhm. Ja. Und hier sind die Auflistung von den
die einzelnen Fahrzeuge nochmal drauf. Gerichtet vom städtischen und Gemeindebund und der hat mir diese einzelnen Dinge ja direkt in das Land und so habe ich die dann auch letztendlich verfasst. Ja. Ich wiederum, ne? Ja. Also wie gesagt, ich habe dem das hingeschickt da vom städtischen Gemeindebund und vermutlicherweise denke ich, dass es jetzt richtig aus dem Einsatzbericht heraus zu erkennen ist. Ja? Und so habe ich mir die einzelnen Dinge ausgeschrieben. Ja. Das ist eigentlich der Brecher bei so einer Dokumentation, die so schon behandelt wird, durch die vielen Fotos, dann nochmal solche Fragen zu stellen. Allein an den Fotos, da kriegt man ja eigentlich schon, wie die Intensität des Einsatzes war. Genau. Ich schon sehen, wie aufwendig ich würde ja nur mal interessieren, ob der Havarie-Kommissar wenigstens Gelegenheit hatte, das ausgebrannte Fahrzeug sich mal anzuschauen. Müsste er, müsste er ja eigentlich ein Bild von dem Einsatz bekommen haben. Ja, und da müsste er dann eigentlich. Leichte Bewegung mit dem, ganz leichte, nicht nach zum PC schauen, nur so nach unten bitte. Der Einsatzbericht wird dokumentiert im Einsatzleitwagen. Im Anschluss muss man ein sogenanntes Einsatzbericht mit Florik schreiben. Dann erfolgt der Ausdruck mit der Gebühren, mit dem Gebührenbescheid der Gemeinde Kirchheim dran. Der geht vorne in die Verwaltung. Die Verwaltung macht ein Anschreiben und der Gebührenbescheid wird dann versandt an den Verursacher. Erfolgt. Ja, das ist also so. Es handelt sich hier um Fragen wie zum Beispiel, wer kontrolliert das Handeln vor Ort? Abrechnungstechnisch ist die Frage. Das interessiert mich als Feuerwehrmann erstmal gar nicht, weil das ist nicht meine Aufgabe, das kann ich nicht leisten. Oder die nächste Frage, welche konkreten Leistungen wurden von den einzelnen Lösch- und Hilfeleistungstrupps ausgeführt? Ich denke, auch das ist etwas, was ich überhaupt nicht leisten kann, das vor Ort zu dokumentieren. Letztendlich wird die Lage und das, was vorgefallen ist, im Einsatzleitwagen dokumentiert und dann auch hier eingetragen und das muss reichen, weil wir haben keinen Verwaltungsbeamten oder den Sonstiges dabei, der letztendlich dann die ganzen Leistungen noch aufführen kann. Das entspricht überhaupt nicht meiner Aufgabe und das ist nicht leistbar für mich. Also grundsätzlich ist ja so, nach dem Einsatz heißt es immer vor dem Einsatz. Das betrifft einmal das Material, was verwandt worden ist. Die Fahrzeuge müssen wieder einsatzbereit gemacht werden. Das wird ja meistens noch gleich nach dem Einsatz gemacht. Und das ist auch manchmal nachts oder morgens, wie es gerade anfällt. Und im Verwaltungsbereich ist es ja ähnlich. Wir nehmen die Dokumente, füllen dann den Einsatzbericht aus. Wir ordnen unsere Bilder. Wir haben dann Bilder gemacht, die werden dem Einsatz zugeordnet. Und da gehen natürlich einige Zeit geht drauf. Gell? Wenn dann Sonderfragen kommen oder die Versicherungen versuchen, noch Informationen zu bekommen, wenn es ein oder zwei Fragen sind, daran soll es nicht liegen. Das lässt sich oftmals sehr leicht erledigen. Aber in diesem Fall hier, das übersteigt alles. Es wird also einfach, ich denke, die Zeit, die der freiwillige Feuerwehrmann draußen verbringt, die ist einfach nicht mehr gewürdigt. Man stellt sie einfach in Frage. Ich denke, es ist mehr wie übertrieben, das, was hier gefordert wird. Und man muss es, wie Sie es gesagt haben, man muss ganz klar sagen, es ist ein Ehrenamt und es ist eine Freiwilligkeit. Und die darf man nicht überfordern, weil irgendwann kann man das nicht mehr leisten. Und dann geht es eventuell an die Gesundheit oder an die Substanz und da muss man auch das sein lassen.